Maschinenbau Koller GmbH ist ein steirischer Qualitätsbetrieb in Au bei Aflenz. Das Unternehmen ist spezialisiert auf Bearbeitung von Werkstücken wie Hubschrauberkomponenten, Schiffsbauteilen, Bauteile für Energieanlagen, Flugzeugturbinen oder Bergbaumaschinen. Von der Planung über Projektierung, der Konstruktion, Fertigung und Montage dreht, fräst, schneidet das Unternehmen Teile von nur wenigen Gramm bis hin zu Werkstücken, die bis zu 60 Tonnen schwer sind. Ja, Koller kann man sich darunter was vorstellen. Bearbeiter in Grünen, Bearbeiter für sämtliche zerspannende Teile, also ein richtiger Lohnfertiger in der schweren Zerspannung. Die Produktionsschwerpunkte sind eigentlich sehr in der Luftfahrt angesiedelt. Wir arbeiten ca. bei den 50% Luftfahrtteile, der Rest ist allgemeiner Maschinenbau. Also wirklich in der schweren Zerspannung, alles was zerspannbar ist, im Dreh- und Fräsbereich macht Maschinenbau Koller. Über 5 Jahrzehnte ist Maschinenbau Koller in diesem Marktsegment tätig. Angefangen hat der Flugzeugmotorenmechaniker Karl Koller 1961 mit der Herstellung anspruchsvoller Präzisionsbauteilen. Die Firma gibt es jetzt 56 Jahre, also wir sind rund um die 90 Mitarbeiter plus 12 Lehrlinge, was momentan Maschinenbau Koller begleitet. Was ist zurzeit der Schwerpunkt? Zurzeit haben wir natürlich ein sehr spannendes Auftragsfeld. Wir bearbeiten wirklich für ein Raketenprojekt. Für die Rohrleitung sind wir mit dabei im Boot. Zurzeit haben wir U-Boot-Deckeln gefertigt. Also in jedem Bereich ist Koller Maschinenbau unterwegs. Also ob das ein Radlader ist, ob das ein U-Boot ist oder ein Flieger ist, Teile von Maschinenbau Koller sind immer vorhanden. Jeder Auftrag natürlich ist ein spannender Auftrag in unserem Haus, weil wir sehr in der Einzelfertigung tätig sind und nicht in der Serienfertigung. Koller ist international auf dem Markt? Koller ist weltweit unterwegs, aber nur über Dritte. Also unser meist Direktvertrieb ist in Österreich angesiedelt. Wir haben nur ein paar Prozent Auslandsprozentanteil. Aber dadurch, dass unsere Kunden sehr im Ausland eigentlich vernetzt sind und wir über Dritte arbeiten, ist es eigentlich, kann man sagen, Koller ist weltweit unterwegs, ja. Die Menschen hinter der Maschine sind Bernd Pfladischer, Manager of the Year 2015, besonders wichtig. Die Lehrlingsausbildung erfolgt nämlich im Unternehmen selbst. Unsere hauseigene Lehrwerkstätte mit Lehrbeauftragten. Weil ich glaube, der Mitarbeiter von morgen, den kannst du dann wirklich nur selber dir ausbilden, selbst dir zurechtrichten und einfach sagen, dass die Mitarbeiter, was beim Maschinenbau Koller gelernt haben und das wirklich in unserem Haus dementsprechend die Arbeitsleistung für die Zukunft bringen. Laufend sind Investitionen nötig, um den Anforderungen gerecht zu werden. Vor kurzer Zeit haben wir einen neuen Messraum installiert, samt Messaggregate, Messmaschine. Also da sind wir sehr auf einem guten Weg unterwegs, natürlich auch mit sehr guten Mitarbeitern. Also der Mensch und die Maschine, das ist ein Motto von mir, ist einer der wichtigsten Dinge für die Zukunft als Lohnfertiger und Zerspaner tätig zu sein. Qualität hat bei Koller Priorität, um international mithalten zu können. Durch die EN 9100, zertifiziert für Luft- und Raumfahrt, ist eine Norm, die was schon einen Teil unserer Mannschaft sehr beansprucht. Aber man kann wirklich nur wieder sagen, mit einer guten Mannschaft kann man auch diese Norm erfüllen und für die Zukunft weiterplanen, weil der Arbeitsplatz für die Zukunft ist sehr wichtig und speziell in unserer Region die Mitarbeiter zu motivieren. Und darum ist Maschinenbau Koller auch so erfolgreich. Motivation, Einsatzfreude, schlichtweg ein engagiertes Team sind nämlich die beste Voraussetzung für hochwertige Qualitätsarbeit.